Hallo alle zusammen und willkommen auf diesem fabelhaften Kanal mit dem Namen MTG Blackset. Ich bin Robin, man kennt mich im Internet auch als Gamery und als Host von Radio Ravnica, wo auch der gute Marc zugehört. Und Marc hat mich gebeten, zu seinem No Legacy Dezember ein Deck vorzustellen, weil ich ja bekanntlicherweise kein Legacy spiele. Und natürlich mache ich das sehr gerne und ihr seht auch schon quasi, was für eine Art Deck es ist. Es ist schwarz. Es ist Mono Black, es ist Pioneer, Mono Black Aggro. Und bevor ich jetzt aufs Deck selbst eingehe, ein, zwei Worte zu dem Deck selber. Es ist tatsächlich so, dass Mono Black so ein bisschen versucht, vielleicht das, was man so bei Modern aus Jund kennt, und zwar mit effizienten Kreaturen möglichst viel Schaden zu erreichen und dann den Gegner zu disrupten in den Arten, was er halt eben versucht. Und dementsprechend die Kartenauswahl versucht quasi all das zu bestärken und ist dabei halt ein Aggro-Deck, das kann man vielleicht zu Jund nicht sagen. Da gibt es halt noch einen Late-Game-Plan, hier gibt es das nicht. Aber ja, soweit die grundlegende Philosophie des Decks. Ich mag das Deck sehr, es macht mir sehr viel Spaß. Ich mag Aggro-Decks, muss ich dazu sagen, und Mono-Black ist da momentan eine der besseren Alternativen in Pioneer, wenn man denn Pioneer spielen kann. Aber vielleicht gibt es euch ja ein bisschen Inspiration, euch das mal anzuschauen. Und dementsprechend gehen wir jetzt mal die Karten durch. Und zwar direkt mit einer neueren Karte. Und zwar Blood Chief's Thirst. So rum. Ein Mana mit Kickerkosten, mit dem Text Destroy Target Creature or Planeswalker with Converted Mana Cost 2 or less. If this spell was kicked, instead Destroy Target Creature or Planeswalker. Das ist ja, eine sehr günstige Art des Removals, ähnlich wie, glaube ich, der zweite Pick, genau, da kann ich direkt zusammen drauf eingehen. Und zwar Fatal Push, der eine Kreatur meiner Wahl zerstört von Converted Mana Cost 2 or less. Und bei Rebellion, wenn eine permanente Karte unter meiner Kontrolle das Spiel verlassen hat, kann man dann eine Kreatur mit Converted Mana Cost 4 oder weniger zerstören. Die beiden sind erstmal Early Game Removal für Early Game Threats und dementsprechend ist es sinnvoll, dass unser Aggro-Plan am Anfang jetzt nicht zerstört wird, indem wir vor zu großen Blockern auf einmal stehen, die dann, keine Ahnung, für uns nicht removable sind oder wo unsere Kreaturen nicht durchkommen. Und dementsprechend Fatal Push und Blood Chief's Thirst. Halt da unsere Möglichkeiten, da rauszukommen. Blood Chief's Thirst hat halt noch diese Kicker-Eigenschaft, wo für 4 Mana man alle beliebige Kreaturen zerstören kann, beziehungsweise auch Planeswalker, was nicht unrelevant ist. 4 Mana ist natürlich ein bisschen teuer, aber wenn man es mal braucht, ist es nett, das zu haben. Fatal Push, Rebellion ist da deutlich schwieriger zu triggern. Ich verweise auf das sehr schöne FNM Promo-Artwork, finde ich sehr schön. Leider habe ich nur 2 davon, weil, keine Ahnung, weil ich, das waren die 2 Versionen, die ich mir damals geholt habe. Und dann die anderen beiden musste ich mir dann nachträglich kaufen. Aber so einiges ist mismatched in meinem Deck, wie ihr noch sehen werdet. Anders wie Thoughtseize, der Klassiker, den kennt wahrscheinlich jeder. Target player reveals their hand, you choose a non-land card from it, that player discards that card, you lose 2 life. Also für 2 Leben und einem schwarzen Mana seht ihr die Hand des Gegners, könnt eine Karte, die nicht ein Land ist, removen, beziehungsweise er muss sie abschmeißen. Und das ist unfassbar effizient und für das Early Game, sowohl für das Early Game relevant, als auch bevor man einen großen Zug machen will, um sicher zu gehen, dass da kein Counterspell oder sowas ist. Oder vielleicht ein Boardwipe, was ja dann auch problematisch sein könnte. Dementsprechend spielen wir das 4-mal. Eine Investition, vor der ich mich lange, lange, lange gedrückt habe, aber sowohl Pioneer als auch Modern, als auch, ich weiß gar nicht, ob es Legacy ist, aber Thoughtseize ist einfach eine sehr gute Karte, die man sich irgendwann mal anschaffen sollte, wenn man an Schwarz interessiert ist. Und ich bin's halt. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Bedrohungen. Das wäre jetzt quasi alles Disruption und was uns, denn irgendwie den Weg widmet, um mit unseren Threats durchzukommen. Und unsere Threats sind eigentlich alle relativ günstig und hauen relativ stark rein, wobei sie auch sehr zerbrechlich sind, allerdings auch gerne und schnell wiederkommen können. Zum Beispiel Blood Soaked Champion, der kann nicht blocken, kostet 1 Mana, hat 2-1.
Jetzt hat er aber noch eine Raid-Ability, die sagt, man kann den Bloodsoak-Champion vom Friedhof wieder aufs Spielfeld packen, wenn man mit einer Kreatur angegriffen hat. Das heißt, die wird removed, wir können sie, wenn wir mit einer anderen Kreatur angegriffen haben, sie wieder vom Friedhof zurückholen. Deswegen ist es halt sehr wichtig für unser Deck, dass unsere Threats quasi immer wieder kommen können. Dementsprechend spielen wir Bloodsoak-Champion 4-mal. So. Dread Wanderer ist da ganz ähnlich. Ein Mana 2-1. Dread Wanderer enters the battlefield tapped. Das ist erstmal doof. Für 3 Mana kann man den aber aktivieren. Return Dread Wanderer from your graveyard to the battlefield. Activate this ability only anytime you could cast a sorcery and you don't and only if you have one of your hands. A fewer cards in hand. Oh mein Gott. Heute funktioniert gar nichts hier. Aber egal. Dread Wanderer, wie gesagt, derselbe Stick wie bei Bloodsoak Champion. Kommt günstig, kann ein bisschen Schaden machen. Wenn er removed wird, können wir ihn für 3 Mana wiederholen. Ist ein bisschen teurer als Bloodsoak Champion, deswegen wir ihn nur 2-mal spielen. So. Etwas anderes wie die bisherigen Karten ist Knight of the Ebon Legion. 1 Mana, 1-2, das ist schon mal komisch. Für 3 Mana, also 2 generischen, 1 schwarzen, können wir diesem hier +3/+3 geben. Death Touch und Death Touch bis zum Ende des Zuges geben. Und wenn wir am Ende unseres Zuges dem Gegner 4 Schaden zugefügt haben, oder wenn ein Spieler 4 Schaden bekommen hat, bekommen wir auf diesen Knight of the Ebon Legion eine 1-1-Counter. Und das Schöne an Knight of the Ebon Legion ist, dass er quasi sehr lange sehr gefährlich sein kann. Das heißt, wenn der nicht beantwortet wird in den ersten paar Zügen, wir können ihn Turn 3, können wir ihn pumpen, dann bekommt er einen Counter, dann können wir das nächste Runde wieder tun, nächste Runde wieder kommen, das Ganze kostet uns quasi keine extra Hand und unsere Ressourcen sind halt rar gesät als Agro-Deck und wir machen trotzdem erheblichen Druck. Das ist sehr schön, deswegen spielen wir auch den Knight of the Ebon Legion 4-mal. So, kommen wir nun zu den 2-Drops und da dasselbe Prinzip wie mit den Bloodsoak-Champion-Kreaturen. Relativ günstig, kommt auch gerne wieder, ist Scrap Heap Scroundrel, 2 Mana Artefakt-Kreatur mit 3-2 für ein generisches und ein schwarzes und einer anderen Kreatur, die wir vom Friedhof exilen, können wir diese Kreatur wieder zum Battlefield bringen. Das ist super. 3 Schaden zu machen ist sehr schön und deswegen spielen wir es 2-mal. Eine neue Ergänzung neben Blood Chief's Thirst ist Skyclave Shade, den ich mir jetzt hier mal gegönnt habe in dieser Expedition-Version Showcase-Frame-Geschichte, ist ein 2-Mana 3-1. Skyclave kann auch nicht blocken. Und wenn der gekickt wurde, er hat eine Kickerkoste von 3, 2 generische und ein schwarzes, bekommt er 2 1-1-Counter drauf. Und er hat einen Landfall-Trigger. Das heißt, immer wenn ein Land ins Spielfeld kommt, unter unsere Kontrolle, und wenn diese Karte im Friedhof liegt und es ist unser Zug, können wir sie vom Friedhof casten. Also einfach so für 2 Mana, als ob sie in unserer Hand wären. Und das ist, wie gesagt, sehr relevant. Und ich muss sagen, Skyclave Shade, ich teste das gerade aus. Das ist noch kein wirklich festes Ding. Ich wäre schneller damit, es zu testen, wenn nicht gerade Lockdown wäre und ich könnte frei spielen. Aber ich sag mal, meine Erfahrung bisher ist, hat die Karte mich nicht enttäuscht. Also ich wäre vermutlich momentan dabei, 2 zu cutten und dann noch Scrappy Heap Scroundrel reinzutun. Alternativ, aber das ist halt so da, wo ich jetzt gerade bin, wo mein Deck im Moment derzeitig ist. Dann Heartless Act. 2 Mana, Instant. Choose one, destroy target creature with no counters on it oder remove up to 3 counters from target creature. Das ist flexibler Removal, einfach nur damit wir zum einen ein bisschen mehr Removal haben, aber das könnte auch genauso gut ein Eliminate sein oder irgendein anderer 2 Mana Removal, je nachdem, welcher in eurem Meta am besten passt. Vielleicht passt ja auch Walk the Plank in euer Meta und dann könntet ihr an dieser Stelle auch Walk the Plank spielen. Wie gesagt, Heartless Egg probiere ich momentan noch aus. Es gibt nicht so viele Counter-related Decks in Pioneer. Natürlich ein paar, dann ist es natürlich ein sehr, sehr schwacher Removal und wird gesideboardet. Aber für alle anderen Sachen ist es quasi 2 Mana Destroy Target Creature. Und wo wir gerade schon bei Removal sind, einer der besten Removals, weil es quasi einfach nur ein besseres Murder ist mit einer Kreatur, ist Murderous Rider mit dem Adventure drauf, Swift End.
Für 3 Mana können wir nämlich hier die Instant-Hälfte spielen. Destroy a targeted creature or planeswalker, you lose 2 life. Das heißt, für 3 Mana, also quasi ein Murder und 2 Leben, können wir jegliche Kreatur und jeglichen Planeswalker sofort destroyen und das ist sehr, sehr hilfreich. Die Kreaturenhälfte ist fast schon einfach nebensächlich und ist quasi nice to have. Ist für 3 Mana ein 2-3 Lifelinker, der, wenn er stirbt, unten unter die Bibliothek kommt. Das ist jetzt nicht wirklich ein Vorteil, aber ja, man nimmt, was man kriegt, ne? Und dementsprechend spielen wir das 4-mal. Und das ist auch technisch gesehen unser einziger 3-Drop. So. Jetzt ist mir kurz die Aufnahme abgeraucht. Naja, blöd. Aber long story short, Murderous Rider, den wir eben besprochen haben, super Kreatur, beziehungsweise super Removal. Und dann kommen wir quasi schon zur nächsten. Und zwar Spawn of Mayhem. Technisch gesehen unser zweiter 3-Drop, im Sinne von, dass wir, wenn wir Schaden angerichtet haben, ihn für die Spectacle-Kosten spielen können, dass eben 3 Mana sind. Und das ist auf jeden Fall schon mal was. Für 4 Mana ist er jetzt auch nicht so ganz fürchterlich. Ist ein 4-4er Flying Trampler. Und am Anfang unseres Zuges dealt diese Kreatur 1 Schaden zu jedem Spieler. Dann, wenn wir weniger als 10 Leben haben, bekommt er einen 1-1-Counter drauf. Und das ist eigentlich schon alles, was er macht. Also er wird immer größer, je später es im Spiel wird. Und versucht einigermaßen schnell das Spiel zu beenden. Und dann kommen wir quasi zum großen Star der Show von Mono Black Agro. Und zwar ist das Rankle, Master of Pranks. Eine legendäre Kreatur. 4 Mana, 2 generische, 2 schwarze. Für ein 3-3 Fairy Rogue mit Fliegend und Haste. Haste ist tatsächlich mal ganz nett in einem Agro-Deck. Und eben Turn 4, wenn er dann mit Haste kommt, kann der auch den kritischen letzten Schaden machen. Und er hat dazu noch eine tolle Fähigkeit. Und zwar, wenn diese Kreatur Combat Damage zu einem Spieler hinzufügt, kann man eine oder mehrere von diesen 3 Optionen wählen. Zum einen, each player discards a card. Each player loses 1 life and draws a card. Each player sacrifices a creature. Also das ist auch nochmal eine Möglichkeit, nicht nur Druck aufzubauen, sondern eben auch auf der anderen Seite auch weiter zu disrupten, indem man die Handkarten angreift, indem man Kreaturen auf dem Feld angreift und eben ihn dazu bringt, relevante Kreaturen zu zerstören und den Gegner. Und eben auch dieses Each player loses 1 life and draws a card kann natürlich sehr hilfreich sein, wenn wir selbst eine Karte ziehen wollen, aber eben auch, um den letzten Schaden durchzuziehen. Überraschend häufig kommt das nämlich so weit, dass man dann sagt, ach komm, einen Schaden brauche ich noch und dann schwingt er für 3, macht nochmal einen mit seiner Fähigkeit und es ist auch egal, dass er eine Karte gezogen hat, der Gegner. Und wie gesagt, es ist blöd, dass es natürlich symmetrisch ist, es ist keine perfekte Karte, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Karte, wenn es darum geht, Druck aufzubauen. Dementsprechend spielen wir das 4-mal. So, bleibt eigentlich nur noch über die Länder zu reden, nachdem ich mich das hier kurz so schön sortiert habe. Da eigentlich wenig Überraschungen, wir sind Mono Black, dementsprechend versuchen wir so viele Black Sources zu spielen und weil es dann mit den ganzen Swamps, die wir spielen, eigentlich ein Selbstläufer ist, Castle Lockthwain kommt getappt ins Spiel, es sei denn, wir haben einen Swamp. Tappt für ein schwarzes und für 3 Mana und diese Karte tappen, können wir eine Karte ziehen und verlieren dann Leben in Höhe der Karten, die wir auf der Hand haben. Das kann sehr praktisch sein, aber auch sehr gefährlich sein, also mit Vorsicht zu genießen. Aber eben, weil es ein Freiläufer ist und wir die Option gut gebrauchen können, 4 Stück. Dann eine andere Karte, die auch sehr schön ist, auch in jedem monofarbenen Agro-Deck gern gesehen ist, Mutavolt. Ist ein farbloses Land, tappt für ein farbloses Mana. Aber für einen Mana kann es eine 2-2-Kreatur mit allen Kreaturtypen sein, bis zum Ende des Zuges. Es ist allerdings weiterhin noch ein Land. Im Endeffekt ist das halt unsere Möglichkeit, Mana, was wir halt nicht gebraucht haben, zum einen zum Beispiel durch eine Mutavolt, wenn wir da das Mana nicht gebraucht haben für die Mutavolt, können wir das und noch ein anderes Mana verwenden, also quasi für 2 Länder exhausten, können wir dann eine 2-2-Kreatur für einen Zug schaffen oder eben einen Surprise-Blocker haben. Also es ist sehr, sehr vielfältig und dementsprechend, eigentlich sollte man sie 4-mal spielen, aber weil sie tatsächlich ein bisschen teurer ist, habe ich sie nur 3-mal. Aber ich möchte das Augenmerk richten auf diese Mutavolt, die super schön ist, die aus der Magic Fest in a Box kommt, die ich auf meinem Channel angeboxt habe. Könnt ihr gerne mal reinschauen, würde mich freuen.
Dann der Rest sind Swamps, aber auch da mismatched Swamps. Das heißt, alle Leute, die immer alles gleich haben müssen, ja, viel Spaß beim Leiden. Ich habe eigentlich versucht, alle wenigstens Foil zu haben, was aber auch nicht so ganz funktioniert hat. Aber dafür so viel Varianz wie möglich. Hier mal Full Art, hier auch aus der Magic Festbox. Hier, ich glaube, aus irgendeiner Special Edition oder so. Hier das Full Art aus Theros. Hier mal in einem alten Frame. Hier mal in einem alten Frame auf Deutsch mit White Border. Hier mal in einem alten Frame White Border und halt Englisch. Hier von der Magic Fest Promo ohne das Symbol. Hier von, ich glaube, Aether Revolt, Unsanctioned. Ich glaube, das kommt aus dem FNM Promo Booster. Und hier nochmal Zendikar, das vor Zendikar Rising. So, nach dieser Galerie von Ländern reden wir mal kurz über Sideboard. Und Sideboard ist ja immer so eine Geschichte, das hängt immer sehr viel davon ab, was bei euch gespielt wird, was sinnvoll ist zu spielen und was nicht. Dementsprechend hier nur natürlich eine Empfehlung. Wenn ihr bei euch in der Pioneer Playgroup dann nur Burn-Spiele habt, dann sähe das Ganze ein bisschen anders aus. Aber dann würde ich wahrscheinlich auch das Main-Deck ein bisschen anpassen. So. Soulguide Lantern. Ein Mana, wenn diese Karte ins Spielfeld kommt, dieses Artefakt, können wir eine Karte exilen aus dem Friedhof. Außerdem können wir es tappen und sacrificen, um jeden Gegners Friedhof zu exilen. Also in der Regel nur unser einen Gegner. Und dann können wir es aber noch für einen Mana tappen und sacrificen, um eine Karte zu ziehen. Ist quasi so ein Tormons Crypt in ein bisschen teurer, aber dafür mit mehr Optionen. Und gerade die erste Ability ist sehr gut, um Uros wegzusnipen, die sich dann fälschlicherweise sicher fühlen im Friedhof. Die können wir dann eben wegexilen, damit sie nicht nochmal kommt und nochmal kommt und nochmal kommt, sondern dann haben wir es beantwortet. Und weil Uro eine sehr starke Karte ist, haben wir das Ganze viermal. So, Agonizing Remorse ist auf jeden Fall einer dieser Contester von wegen, braucht man es wirklich? Es ist drin, also es ist erstmal gesagt, zwei Mana, Target Opponent reveals their hand, you choose a non-land card from it, and exile it. Beziehungsweise entweder aus der Hand oder aus dem Friedhof und exilen. Und man verliert ein Leben. Also quasi so eine Art Thoughtseize, ein bisschen schlechter. Ich habe es drin gegen Control und gegen Combo. Combo wurde jetzt in den letzten Bannings ein bisschen geschwächt in Pioneer. Also man könnte auf jeden Fall argumentieren, hier was anderes reinzupacken oder einen einfacheren Disruption-Spell, der ein bisschen weniger kostet, wie Duress. Aber ich habe es viermal drin, beziehungsweise dreimal drin. Aber wäre auf jeden Fall im Gespräch, ausgewechselt zu werden gegen was anderes. Feed the Swarm. Zwei Mana, Enchantment Removal in Schwarz als Sorcery. Was man nicht vergessen darf, das kann auch unkonventioneller Removal sein von Kreaturen. Der einzige Drawback, wir verlieren Leben in Höhe der Mana-Kosten. Aber wenn halt so ein Rest in Peace da ist oder irgendwas anderes uns nervt, können wir hiermit gegen Enchantments vorgehen. Und das als Hexerei in Schwarz, was super, super toll ist. Zweimal könnte man durchaus mehrmals spielen. Noxious Grasp. Destroy target creature or planeswalker that's green or white, you gain one life. Also ein Colorhoser und grün ist ja sehr stark, von daher durchaus sinnvoll, aber auch eben gegen weiße Karten nicht zu unterschätzen. Dementsprechend dreimal. Legion's End oder Ende der Legion. Ich suche mal die englische Version, ich mag die englische Version lieber. Exile target creature. An Opponent Control, so ist Converted Mana Cost 2 oder weniger. Und dann wird im Endeffekt die Hand durchsucht und das Feld durchsucht. Und es werden alle Karten geexiled, die denselben Namen haben. Was natürlich super ist, wenn ihr merkt, oh, der Gegner spielt irgendwie nur 4 Kreaturen und die alle 4-mal. Das ist dann sehr effizient, um dann mehrere Kreaturen im besten Fall loszuwerden. Sonst 2 Mana. Exile Target Creature ist auch nicht das Schlechteste. Leider nur Sorcery Speed. Aber man spielt, was man hat in Pioneer. So, Aether Sphere Harvester, 3 Mana Artefakt, wie? Oh, Entschuldigung, was ist denn da los? 3 Mana Artefakt Vehicle mit Flying und wenn diese Kreatur, wenn dieses Artefakt auf dem Spielfeld kommt, bekommt man 2 Energiemarken. Man kann eine Marke davon runternehmen, beziehungsweise bezahlen, um dem Lifelink zu geben. Und es hat Crew 1. Das heißt, alle unsere Kreaturen können dieses wunderbare Ding crewen. Es ist ein super Blocker in der Luft. Und es kann uns ein bisschen Leben gehen gegen ein, sagen wir mal Mono-Red oder ein anderes Mono-Black. Und halt auch andere, wie zum Beispiel Blue-White Flyers. Das ist tatsächlich ein Deck, was immer mal wieder auftaucht. Und dagegen ist das nämlich auch super.
Und es ist gleichzeitig auch noch eine evasive Creature, die halt Druck aufbauen kann. Ne? Es ist ein Fliegender mit einer 3 vorne, das ist nicht schlecht, kann man auf jeden Fall machen. Und gleichzeitig noch ein bisschen Life dazu bekommen. Super Sache, spielen wir zweimal und ist quasi auch das Ende meines Sideboards. So, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst mir gerne die Meinungen zu dieser Decktech in den Kommentaren wieder. Abonniert den wunderbaren Marc und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.